Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit dem White Dwarf, Ausgabe 129. Ja, für die, die hier irgendwie alles aktuell gucken, ist etwas verspätet, bin eine Woche hinterher, weil hier die Ausgabe leider letzten Samstag nicht bei mir im Briefkasten war, sondern erst hier irgendwie Mittwoch oder Donnerstag nachgeliefert worden ist. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist. Deswegen hier etwa eine Woche verspätet. Für die, die es irgendwie sowieso nach irgendwie später gucken, denen ist es eh egal. Ja, White Dwarf 129. Es geht hauptsächlich wieder um Age of Sigmar. Und zwar geht es um den wilden Warg. Und ja, Warg hat natürlich wieder wie immer was mit Orks zu tun, beziehungsweise halt Uruks. Und ja, hier, da gibt es so eine kleine Unterfraktion, weiß ich halt nicht. Hier so ein paar ganz wilde, die sich hier mehr oder weniger sämtlicher Rüstung entledigen und nur noch hier mit Lendenschurz antanzen. Das sind die Bone Splitters. Ja, Gorka Morka Söhne. Und da gibt es jetzt ein paar neue Modelle von denen hier bei Age of Sigmar. Deswegen, man sieht hier, deswegen alles grün, wie es halt bei den Orks so halt ist. Nur deswegen, selbst halt bei Age of Sigmar haben halt meistens irgendwie die Orks dann doch irgendwie, ja, von dem, was sie irgendwie zusammengerafft haben, irgendwelche Panzerungen irgendwie an. Aber hier, die hier, nö, die ziehen sich irgendwie gerne irgendwie nackt aus und ja, binden sich dann höchstens noch so einen Lendenschurz vorne um, damit es halt unter 18 bleibt, keine Ahnung. Und ja, und so treten sie dann gegen ihre Gegner an. Halt hier cooles Artwork mit Sylvaness mit halt hier so einem komischen Baumgeist. Ja, und da gibt es halt, wie gesagt, neue Modelle. Einmal Bone Splitter Savage Boar Boys, also im Prinzip berittene Orks auf lustigen Wildschweinen. Deswegen einige sehen irgendwie ein bisschen, also die Wildschweine sehen ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen freaky aus. Ja, es sind 10 Miniaturen, also im Prinzip, denke ich mal, 10 Orks, 10 Schweinchen. 40 € kostet das Ganze. Man hat da noch so ein paar Optionen halt drin, dass man die hier mit Schilden irgendwie ausrüsten kann. Dann einfach nur irgendwie mit, ja, keine Ahnung, irgendwie mit ja, Schwertern und Spießen und so weiter. Und da gibt es noch irgendwie einen Unterschied zwischen Savage Boar Boys Maniacs und halt normalen Savage Boar Boys. Bin mir aber da auch nicht so ganz sicher, wo der Unterschied halt liegt. Deswegen, man sieht es halt nur so einfach. Ich denke mal, teilweise ist es dann halt auch, ob die jetzt eine Zweihandwaffe und Schild tragen oder zwei Einhandwaffen in dieser Kombination. Deswegen, dann gibt es noch irgendwie, da kann man auch irgendwie so einen Trommler halt bauen oder halt hier mit einem so einem Totem. Wie gesagt, da habe ich mich noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Sehen aber ganz lustig aus, die Jungs. Nur schade, dass man die halt irgendwie nicht bei den, zum Beispiel irgendwie als Warhammer 40k Orks nutzen kann, eben wegen diesen Schweinen, finde ich. Sonst wären die vielleicht auch noch ganz lustig. Dann Savage Uruks, 20 Miniaturen, auch für 40 €. Halt hier die Fußtruppen. Ja, man sieht hier einfach halbwegs nackte Orks mit lustigen Steinwaffen und Lendenschurz. Natürlich hier, wer einen etwas größeren Speer haben will, der findet hier halt auch ein Modell. Deswegen sind halt Orks, die nehmen halt alles sehr, sehr gelassen in Sachen Waffen. Und wenn halt dann irgendwas Größeres kaputt zu machen ist, wird halt auch eine größere Waffe benötigt. Dann hier solche Einzelmodelle.
Der Burugog Profit für 15,50 finde ich eigentlich ganz cool. Deswegen so ja, schamanenmäßig, würde ich halt sagen. Was hier ganz cool ist, ist halt wirklich hier mit diesen Schuppen, die er auf seinem Umhang halt hat. Wer das halt bemalen kann oder halt wirklich gut im Bemalen ist, der kann da sich sicherlich einiges rausholen. Ist ein Feincast-Miniatur. Und ja, da sind halt viele Details dran. Nur wird man da halt auch sehr wahrscheinlich sehr viel irgendwelche Gussäste oder halt solche Sachen dann entfernen müssen, damit das halt wieder sauber aussieht. Und das ist ja immer ein bisschen das Problematische an diesen Teilen. Dann den Wardog, keine Ahnung, ein verrückter Berater und Vertreter. Also das ist irgendwie Second in Command neben dem hier. Ja. Für ihn hat es halt noch keinen Umhang gegeben anscheinend. Halt 11,50 Euro, ein bisschen billiger dafür. Ja, es fehlt halt der Umhang. Und ja, halt auch Feincast. Maniac Wirtnob. Weiß ich nicht, was das für einer ist. Sitzt halt auch auf so einem Wildschwein drauf. Hier einige Details, die man halt mit extra Farbe halt hervorheben kann. Und der Savage Uruk Boss, der sehr, sehr wahnsinnig aussieht. Große Axt halt in der Hand hält. Der könnte halt jetzt ganz nett werden. Ich weiß halt nicht, wie man das halt mit diesen Zeichnungen dann halt hier macht. Ob die halt auch, ne, die sind nicht irgendwie eingeprägt. Muss man dann doch irgendwie Freehand wahrscheinlich machen. Aber dafür sind die halt sehr, sehr glatt. Oder ob es hier ein Decal ist, weiß ich nicht. Also ich habe es halt gesehen und habe mich dann auch schon gefragt, wie das halt irgendwie gemacht wird. Entweder halt wirklich per Decal oder halt irgendwie als Stencil und dann halt irgendwie bemalt. Ich weiß es halt nicht. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus, der Junge. Hat nur irgendwie keinen Preis, sehe ich gerade. Was? Eine Anmerkung: Savage Big Bosses werden mit dieser Miniatur dargestellt, die im Games Workshop Webstore unter dem Namen Savage Boss steht. Kommt auf einer gestalten Eckbase, muss also ein wenig umgebaut werden, damit er auf einer Rundbase steht. Aha. Okay, keine Ahnung. Den gibt es irgendwie nicht. Naja. Dann natürlich der passende Battle Tome dazu. Halt auch. Die Bone Splitters. Als Battleturm 20 Euro. Da sind natürlich die ganzen ja, Zusammenstellungen bzw. halt auch die Modelle hinterlegt mit den ganzen War Scrolls und so weiter. Halt auch Zauber und so ein Kram, Artefakte. Also im Prinzip das, was man halt auch aus einem ganz normalen Codex halt kennt. Dann ein weiteres Spielset. Anscheinend läuft eventuell Age of Sigmar nicht so gut. Also weiß ich jetzt halt nicht. Nur hier irgendwie in der Ausgabe ist sehr viel, sagen wir so Beginner-Sachen. Wobei, deswegen kann ja auch sein, dass es ganz gut läuft und dass halt noch mehr Leute zu Age of Sigmar bringen wollen. Deswegen also sehr viel Kram drin, so Box-Sets, wo man halt ein bisschen was sparen kann, was sich mehr für die Anfänger oder halt an die Anfänger richtet. So jetzt halt hier auch bei diesem Spielset Storm of Sigmar. Da sind 13 Miniaturen enthalten, sowohl ja, im Prinzip aus beiden Armeen oder es gibt mehrere Armeen, aber halt aus den zwei Hauptarmeen, halt einmal aus den ja, aus den Korndämonen und hier den, ich weiß gar nicht, wie die heißen, da Sturmtruppen des Sigmas und so weiter.
Ja, da ist eigentlich so eine Art Starter-Set. Kostet 26 Euro und wie gesagt, man hat 13 Miniaturen und kann halt eigentlich direkt loslegen. Also es gibt dann Regeln dabei, es gibt Würfel dabei. Man kann da tatsächlich irgendwie direkt mit loslegen, man kann damit spielen. Und das halt für einen wirklich kleinen Preis. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Und ist halt wirklich für, ja, für einen Einsteiger recht interessant. Deswegen ist es halt nicht allzu teuer. Und man hat halt ja, so kleine Einführung in das ganze Spiel und kann dann halt auch erweitern alles. Dann halt auch für Einsteiger ein Leitfaden für 6,50 € und da drin ist dann halt auch hier so ein eine kleine Miniatur eines Stormcast Eternal Liberators dabei. Und ja, in dem Heft, deswegen 98 Seiten, naja, gut, ist ein kleines Büchlein, sind halt auch irgendwie so ein paar Infos über die Story, über den Einstieg an sich, ist ja wahrscheinlich auch über das Spiel an sich, wie man es spielt, irgendwie halt drin enthalten. Also tatsächlich irgendwie so ein kleiner Einstieg in das Ganze. Kann man halt ja sehr wahrscheinlich schön in Kombination halt mit diesem Spielset dann irgendwie kaufen. Und dann hat man halt schon mal so eine, ja, so eine kleine Einführung in das Ganze. Also das ganze Spiel hier von Age of Sigmar wäre also für jemanden, der sich da überlegt, da mit einzusteigen, vielleicht so in Kombination mit diesen beiden Sachen eine ganz nette Idee. Dann, was sich dann eher für die Fortgeschrittenen hier widmet, halt auch wieder was zum Lesen, das General's Handbook oder Handbook, bleiben wir es mal hier komplett in Englisch. Was genau drin steht, kann ich noch nicht mehr so genau sagen, weil ich kenne mich da jetzt halt mit Age of Sigmar nicht so ganz genau aus. Was immer überall in diesen Battletomes und War Scrolls und so weiter drin steht, keine Ahnung. Deswegen, was jetzt da in diesem General's Handbook noch irgendwie zusätzlich drin steht, weiß ich halt nicht. Deswegen richtet sich aber hier mehr an die erfahrenen Spieler, so irgendwie Kampagnen mit drin, keine Ahnung. Kostet 20 Euro, sind auch 160 Seiten im Softcover. Und ja, dann geht es halt hier wieder für Einsteiger so ein bisschen weiter. Easy to build Boxen. Was genau da drin ist, kann ich noch nicht mal genau sagen. Also es beinhaltet wohl irgendwie mehrere Figuren. Aber pro Schachtel sind dann halt 12 Euro fällig. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt mehrere Posen hat oder wirklich einfach zusammenzubauen sind. Ob die halt irgendwie hier Snapfit oder sonst irgendwie was sind. Keine Ahnung. Weil irgendwie habe ich da irgendwas hier. Ah ja, hier mit diesem Push-Fit-Modelle. Keine Ahnung, was das halt ist. Ob das halt ähnlich ist wie, dass man halt nichts kleben muss, weiß ich halt nicht. Push-Fit-Modell, keine Ahnung. Also würde mich interessieren, was es halt genau ist. Weil es werden hier auch sonst irgendwie keine Modelle gezeigt und sonst auch sonst halt irgendwie nichts. Wäre halt interessant zu wissen, was wirklich so in der Schachtel drin ist, wo der Unterschied liegt. Was auch immer. Also gibt es halt dann auch hier ja, Stormcast Eternals und halt von den Korn-Dämonen halt jeweils irgendwie zwei Sets. 12 Euro geht eigentlich und es sind halt mehrere Modelle mit drin. Ich glaube, vier Modelle sind da drin pro Schachtel. Ja, und dann gibt es halt nochmal ein Set. Deswegen hier, diesmal heißt es halt dann Warhammer Age of Sigmar Starter Set. Ist halt 100 Euro. Beinhaltet auch 47 Modelle, 18 Stormcast Eternals, 29 Khorne Bloodbound,
Ein Regelbuch ist dabei, ein Regelbogen, Würfel, Messstäbe, Abziehbilder, alles mit drin. Also im Prinzip würde ich sagen, das ist halt so die größere Version von dem hier. Plus halt wahrscheinlich hier diesem Buch, weil das sind auch 98 Seiten. Also gut, hier ist 96-seitiges Regelbuch. Was war denn hier mit drin? Steht das irgendwo? Nee, aber hier ist halt dann auch irgendwie so ein kleines Regelbuch dabei, das dann wohl erweitert. 100 €. Deswegen, man müsste es halt ausrechnen. Ich weiß halt nicht, was da jetzt genau alles so dabei ist. Ob da jetzt spezielle Charaktermodelle mit dabei sind, das weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe da jetzt auch noch nicht bei Games Workshop nachgeguckt, welche Miniaturen mit enthalten sind. Habe auch nicht irgendwie jetzt aufgerechnet, wie sich das sonst im Einzelverkauf irgendwie auswirken würde. Aber ich denke mal, für 100 € 47 Modelle, wer also irgendwie hier erstmal damit irgendwie angefangen hat und so ein bisschen Blut geleckt hat, ich denke mal, für den ist das hier auch eine ganz nette Sache, um halt irgendwie die Armee zu erweitern. Ja, Lasermodelle. Bei mir halt hier der Land Raider ganz gut gefallen hat, aber auch hier der ja, von den Tyranniden. Deswegen finde ich halt sehr schön hier so gemacht. Erzählt so eine kleine Story. Und deswegen hat mir das auch ganz gut gefallen. Dann ein paar Elder. Da versagt mir schon wieder die Stimme. Also ein paar Elder noch. Deswegen, ich glaube, ist von einem, der die irgendwie gemacht hat. Wir haben noch ein paar Umbauten. Eigentlich auch ganz nett anzugucken. Mehr Lasermodelle. Deswegen, das finde ich hier ein interessantes Farbschema für Tyranniden. Halt schwarz-orange. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Gefällt mir auch ganz gut. Mal gucken, sollte ich jemals irgendwie mal einen Tyranniden in Versuchung kommen zu kaufen oder sonst irgendwie was, wäre das eine Idee, die ich dann klauen werde. Deswegen hier weiß ich nicht, hier von den Tau, so ein Riptide. Weiß nicht, Farbschema ist ein bisschen komisch. Jetzt nichts gegen dieses Bordeaux-Rot, aber halt irgendwie überall. Es ist einfach irgendwie zu bunt, finde ich jetzt mal. Ist aber halt auch irgendwie ein kleines Custom-Modell, weil hier so ein Elderschwert auch halt dran ist, was der Riptide ja normalerweise gar nicht so hat. Die Pose ist halt auch sehr interessant, aber halt die Farbe, weiß ich nicht, kann ich mich jetzt nicht so mit anfreunden. Ja, dann nochmal die Woche im Weitwurf. Habe ich mir irgendwie gar nicht durchgelesen. Ganz ehrlich, ich überspringe irgendwie die letzten Seiten meistens, weil da nicht allzu viel drin steht. Beziehungsweise halt nur nochmal auf Sachen nochmal eingegangen wird, die vorab da irgendwo schon drin stehen. Deswegen halt hier Botschaft an der Generäle, halt hier ist General's Handbook, solche Sachen. Deswegen hier bei dem Golden Demon habe ich auch nicht reingeguckt. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was da irgendwie drin steht. Ich glaube, da werden halt auch nur Modelle gezeigt, die sowieso auch hier in den Whitedwarf immer abgebildet werden. Vielleicht hat man dann halt hier in dem auf der Webseite eine etwas größere Sammlung, dass man dann halt wirklich immer so nachgucken kann. Ja, und hier halt auch das meistens eh ein bisschen Blabla, was halt nicht allzu viel hergibt. Ja, demnächst, also im Prinzip jetzt, darauf gehe ich jetzt nicht so ein. Normalerweise kann man ja immer hier schön Rätsel raten, um was es halt geht. Ich weiß, um was es geht, deswegen lassen wir das einfach auch sein. Machen hier Schluss mit der Folge und dann sehen wir uns eigentlich im Prinzip
ja, gleich wieder, mehr oder weniger, oder je nachdem, wann ihr es guckt, mit der nächsten Ausgabe vom White Dwarf. Also bis dahin.